Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück in Valheim. Eine neue Aufnahmesession, immer noch mit neuem Texture Pack. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das beibehalte, weil der Kontrast in dem Texture Pack ist sehr, sehr hoch. Und man sieht hier ein sehr übersättigtes Bild. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, ob wir das beibehalten sollen. Dann warte ich mal das Feedback ab. So, heute wollen wir unser Haus erweitern. Das ist von Anfang an zu klein. Der Werkstattbereich ist viel zu schmal. Also wenn man jetzt hier hinsieht, wir sind uns nur am Drängen. Diesen kompletten Bereich, die komplette Werkstatt, die soll dann in das neue Haus, wo auch die Portale sind. Und hier oben soll so eine Art Festsaal hin. Also ein langer Tisch mit einem Rabenthron am Kopf. Und so ein bisschen so, als würden Gäste kommen, als wären wir nicht alleine. So bauen wir das ein bisschen aus. So, ein Übergang schaffen von dem kleinen Originalhaus an das neue Haus. Da habe ich mir gerade was überlegt, haben wir im Stream ausprobiert. Und zwar folgendermaßen. Wir nehmen so ein bisschen die Originalform auf von dem alten Dach. Weiß ich gar nicht mehr, wo wir das angesetzt haben. Haben wir das so angesetzt oder haben wir das eins tiefer angesetzt? Hat man das so angesetzt oder ich glaube eins drüber, ne? Was habe ich denn da gerade begonnen? Bin ich wieder unsicher. War das so? Ja, das war so. So, und jetzt nehmen wir hier die steileren Vorlagen. Also die Fenster müssen wir jetzt mal da raustackern. Ich würde sagen, wir... Da hat man kurz die Welt gespeichert. Wir nehmen hier erstmal die Tür raus. Dann werden wir... das hier zumachen. Und werden das genauso aufbauen wie hier drüben. Das kommt raus. Das kommt raus. Dann machen wir hier die großen Wände rein, wie drüben. War das so? So war es, ne? Ja, genau. Dann gibt es den gleichen Übergang. So. Dann bauen wir hier mal weiter. Dann bauen wir hier diese Dächer ran. Ah, da oben steckt noch Holz in der Wand. Ich habe nämlich eben zwei Holz gesucht beim Abriss des Testbaus. Geht das oder haben wir da oben jetzt eine Lücke? Da haben wir eine Lücke. Das funktioniert so nicht. Das sieht nicht schön aus. Dann müssen wir... machen wir das gerade umgekehrt. Das sieht ja eh keiner, wenn das Haus hier dran kommt. Also, wenn wir drinnen stehen, meine ich. Dann machen wir hier oben hohe Balken rein. Hohe Bretter rein, meinte ich. Nee, so nicht. Ich wollte es eigentlich einfach ein bisschen tiefer. Wieso kriege ich das hier nicht dran? Warte mal. Ja, das rastet hier nicht ein, weil das Holz drüber ist. Da müssen wir es doch wieder schmal machen. Dann machen wir hier einfach ein bisschen die Seiten zu. Kriege ich die Seiten zu? Ja, doch, ich kriege sie zu. Natürlich kriege ich sie zu. Wenn wir das so machen. Jetzt muss ich hier oben drauf gucken und dann müsste es eigentlich... Ist das richtig? Nee, dann klippt das da ein. Ah, das liegt an diesem Missverhältnis an der Höhe, was ich da damals gebaut habe. Ich muss das hier aber irgendwie zukriegen. Weil da bleibt eine Lücke, wenn ich das so baue. Da oben sieht man immer durch. Oder lassen wir es ineinander klippen? Ich lasse es ineinander klippen. Einfach nur mit da, wenn das Dach hier angesetzt ist, damit man da damit man kein Loch in der Wand hat. So. Ja, machen wir so. Komplettes Haus abreißen und von vorne, genau. Nein, machen wir nicht. Du musst kurz weg. Wie habe ich das eben gemacht, dass das da oben eingerastet ist? Was habe ich denn da gebaut? Achso, ich habe das hier dran gesetzt. So. Und dann das hier dran gesetzt. So. So, dann ist das so ein bisschen offen, ne? Vielleicht gestalten wir es noch um, ich weiß noch nicht. So, jetzt ziehen wir mal das Dach weiter vor. Mal gucken, wie weit wir da kommen.
Wegen der Stabilität auch. Ich muss unbedingt die Holzbalken da oben rausholen. Das irritiert mich, dass da was rausguckt. So, jetzt ist zumindest der Übergang zu, ne? Dann machen wir hier noch einen dran. Ja, wunderbar. So, jetzt. Ja, jetzt sitzt er. So, wir müssen aber irgendwie jetzt das Haus verlängern. Wie gehen wir hier innen nach unten? Machen wir die Treppe breiter? Das könnte ganz herrschaftlich aussehen, oder? Wenn wir hier die Treppe breiter machen. Oder wir setzen innen drin... wir machen den Felsen hier weg und bauen das Haus nach unten weiter. Aber das wird dann natürlich ein bisschen schwierig. Mit dem Raum. Wo ist unser Hake? Wir müssen mal ein bisschen hier Platz schaffen, damit wir von dem Gras nicht alles zugedeckt haben. Ah, Pflasterstraße. Er hat noch seitdem keine Hake mehr in der Hand, okay. So. Mähen wir kurz mal den Rasen. Und machen das hier ein bisschen offen. Damit wir den Übersicht haben, wo hier was ist. Können wir ja später alles wieder begrünen. Sieht ja interessant aus, der Boden, oder? Guck mal hier, sieht aus wie Wurzeln oder wie ein Acker so ein bisschen. So, dann haben wir hier den Übergang. Jetzt ist halt die Frage, machen wir da hinten zu oder machen wir die Treppe einfach breiter? Machen wir jetzt hier hinten, also praktisch, dass es hier platt ist und dann eine Wand nach oben geht und den Raum abschließt. Oder machen wir die Treppe breiter? Ich würde fast sagen, dass wir die Treppe breiter bauen. Treppe breiter, ne? Ja. Chat sagt auch, das ist wahrscheinlich besser. Machen wir erstmal die Seitenbalken wieder ab. So. Können wir auch hier mal die Treppe wieder hübsch machen. Jetzt ist nur die Frage, darunter ist ja der Fels. Wir müssen das hier oben auf jeden Fall entfernen. Also das hier, wie kriege ich das entfernt? Wenn ich jetzt hier anfange zu plätten, könnte das scheiße aussehen. Warte mal, ich stelle mich mal hier hin. So geht's. So passt, dann mache ich das hier drüben auch, damit das hier ein bisschen flacher wird. Ja, so ist gut. So, die haben wir direkt da dran gesetzt, oder die Treppe? Oh, Skelettüberraschung. Jetzt kommt eine Welle, die sonst nie kommt. Wollt ihr mich verarschen? Wo kommen sie denn? Von der anderen Seite? Hä? Ich sehe keine Bewegung. Die Bucky oder was? Das ist... Ich habe das Gefühl, dass sie irgendwie kaputt sind. Vielleicht haut da irgendeine Mod mit rein, weil... ich kann mich erinnern, dass wir im Sumpf ja auch schon mal die Welle hatten. Gut, dann nix. Da, und die ja nicht gekommen ist, ne? Mit denen der Boden erzittert. Also dass praktisch hier irgendwelche... Dass irgendwelche Trolle praktisch angreifen würden.
Und sind ja auch nie gekommen. Die Skelette sind das Kämpfen leid. Ja, beinahe. Gut, dann sind sie jetzt nicht mehr da. Hä? Na gut. Ja, irgendwas ist da kaputt, habe ich das Gefühl. Wahrscheinlich macht einer der Mods die Creature Control, wie sie heißt, macht Probleme. Weiß es nicht. So, dann müssen wir jetzt mal mit Kernholzbalken arbeiten. Und hier müssen wir einen Übergang schaffen irgendwie. Da muss ich auch mal gucken, ob wir den Boden eventuell nochmal ein Stück absenken. Haben wir noch Kernholz? Weil ich glaube, ich hatte keins mehr gesammelt. Haben wir noch Kernholz, fragt er. Du trägst so viel. So geht's. Okay. Flach. So, dann müssen wir das hier nach unten verlängern. Ja, der ist im Boden, perfekt. Dann ziehen wir das hier hinten noch lang. Es gibt wahrscheinlich eine Doppelfolge mit dem Bauen hier. Oder eine Dreifachfolge, das werden wir dann sehen. Aber ich glaube, ihr seid ja nicht böse darum, wenn es ein paar Baufolgen mehr gibt. So. Jo. Oder machen wir das auf halber Höhe? Warte mal, wenn man jetzt hier runter geht. Hier hat man das Dach. Jetzt ist man ja hier praktisch schon... Hier ist man ungefähr auf Ebene des Bodens. Man könnte hier eigentlich schon die Abstufung wieder kommen, um eine Ebene nach unten, ne? Dann ist das Dach nicht so lang. Oder machen wir es drei raus. Weil ich würde, glaube ich, gerne noch eine Stufe nach unten gehen. Mal hier dran. Ich glaube, ich muss mal pennen gehen. Das ist viel zu dunkel hier. Ich sehe nichts. Ach, das ist auch der falsche Balken. Ich bin ein Profi. Das war der falsche Balken, den ich hier gesetzt habe. Ich muss ins Bett. Ihr seht nichts, ich sehe nichts. So hat das keinen Wert. So, das ist der blau. Der ist blau. Nice. So, ab ins Bett. Lassen wir die Tür halt mal offen an der Baustelle. So. Ich glaube, ich mache das doch komplett aus Holz. Und das Steingebäude heben wir uns dann für die Hafeneinfahrt auf. So, dann würde ich sagen, machen wir das nochmal weg. Und jetzt machen wir erstmal das Dach hier dran und versuchen die Wandfolgen zuzukriegen. Wo habe ich das Ding hingesetzt? Wo habe ich das Dach hingesetzt? Wo habe ich das Dach jetzt eben hingesetzt? Was war denn das für ein Fail? Wo sitzt denn das? Ich sehe es nicht. Vielleicht fällt es uns ja noch auf irgendwann. So. Flachdach. Wieder. Na, jetzt sehe ich es aber. Na, ich baue das. Ich reiße das später ab. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, ein Loch in die Wand zu reißen. So, und hier drüben fehlen noch welche. So.
Müssen wir mal gucken, dass wir die Wände hier zukriegen. Ist das die Höhe? Wo ist denn hier? Wo setzt denn die Wand an? Ist das die Wand oder ist das eins höher? So. Guck das jetzt da durch. Scheiße. Das ist nicht gut. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Dann machen wir erstmal hier unten zu. Wie kriegen wir jetzt da unten das Holz rein? Ich will tiefer. Wie kriege ich die Wand da unten rein? Ich will die an den Balken ansetzen. Oder kann ich das vielleicht so ansetzen? Ah, das geht ja. Jetzt geht's. Nee, bitte da. Nein. Oh, das ist schwierig. So, ja, bitte, bitte daran. Danke. So, dann da unten dran. Ich bin jetzt mal ganz still, weil ich muss mich konzentrieren. So. Das geht doch. Ja, das war gut. Raste ein und ich raste aus. Los, mach das da dran. So. Nee, das ist da reingeflutscht. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir hier die Dings haben. Die zu hohen Bretter. So. Jetzt wird das so langsam. So, bitte da einrasten. Und von außen machen. Können wir es doch so machen, ne? Oder? Ich wollte jetzt ja eigentlich die Wand zumachen und dann das ein bisschen tiefer setzen. Aber das scheint gar nicht so zu funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Ah, warte mal. Nee. Das funktioniert so nicht. Oder wir bauen das Dach von einer anderen Richtung auf. Das könnte natürlich auch gehen. Dass ich jetzt hier praktisch das Dach drauf setze. Damit es hier sauber abschließt. Aber wo kommt der Knick? Da kommt der Knick. Vielleicht können wir ja den Knick schon vorher ansetzen. So. Geht das? Ist das richtig? Okay, wir machen erstmal die andere Seite. Erstmal hier die Holzplatten wieder rein. Gucken, ob ich das jetzt hier wieder angesetzt kriege. Richtig? Richtig. Okay, müssen wir eventuell eine halbe Wand machen. So. So, dann haben wir eine normale Wand draufgesetzt. Die schließt mit dem Originaldach ab, mit der Originalwand ab. Jo, passt. Jo, passt. Und dann das Dach drauf. War das das? Ne, das Steile, ne?
Mal gucken, ob wir die Form jetzt hinkriegen. Also es ist halt immer so ein Gefummel. Das mache ich normalerweise ungern in der Aufnahme, aber jetzt seid ihr halt dabei. Wieso kriege ich die Kante nicht? Ja, wie habe ich das denn da angesetzt? Stimmt doch was nicht. Ah, das ist zu tief. Das müsste passen. Stimmt das? Sieht irgendwie komisch aus, oder? Symmetrisch. Jo. Passt. Wow. Da hat er gespeichert. So, jetzt noch mal einen Satz da dran. Und dann gehen wir wieder eins tiefer. So, Balken, die hier. Müssen wir dann oben noch so ein Kreuz drauf machen, aber das kann alles am Ende kommen, wenn wir es ein bisschen verzieren. Ah, Moment, nein, falsch. Da muss der hier. Wieder. So, da oben, jetzt müssen wir gucken, da können wir ein großes einsetzen. Und dann da halb, halb groß, ne? Ja. Oder wir lassen da oben vielleicht so eine Lücke. Mal schauen. So, und jetzt müssen wir wieder eins tiefer werden. Das bedeutet auch, dass wir die Kanten irgendwie zukriegen müssten. Oder ist das zu flach? Muss man aus der Ego-Perspektive raus, dann kann man es, glaube ich, besser beurteilen. Nö, 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 nö. Das geht. Das ist schon gut. Schade, dass es keine Innenschrägen gibt, ne? Dass es nur diese Außenschrägen gibt. Dann hätte man das hier noch ein bisschen schöner gestalten können. So, und dann müssen wir das hier auch wieder gestalten mit dem Abgang. Machen wir das so. Und ich sehe gerade, dass hier die Stabilität so langsam ein bisschen flöten geht. Knicken wir jetzt direkt ab? Nee, müssen noch ein bisschen breiter werden. Oh, das kracht ab. Das kracht ab, oder? Nö, bleib da. Okay. Okay. Sagt mir die Stimme. Haben wir kein Holz mehr einstecken? Das ist gar kein Problem. Ich habe ein bisschen gefarmt vor der Aufnahme. You're not in the right position. Oh, aber nur ein bisschen Holz. So, machen wir mal so. Ne? Findet die Kante nicht? Doch, findet da. So, machen wir das so oder nicht? Dann wird aber der Übergang ein bisschen klein, ne? Nee, das geht so nicht.
Das können wir nicht anbieten. So, wir haben zweimal gerade dann geknickt. Was? Oh, ja. Tut mir leid. Habe ich den jungen Mann hier ein bisschen überladen? Ja, das ist besser. Das ist besser. Ich glaube, wir machen jetzt auch einen anderen Absatz rein, oder? Sonst wird das hier alles ein bisschen schmal. Oder was sagt der Chat? Was sagt die Regie? Nee, das geht. Wenn wir jetzt hier so einen Übergang schaffen, dann haben wir hier einen, wirklich, wir machen hier nicht wieder einen zweiten Stock rein. Sonst wird das ein bisschen, bisschen arg. Mach wie du denkst, super. Voll die Hilfe. Es fängt auch noch an zu regnen, das ist zum Heulen. So, dann müssen wir hier... Ich will noch eins dran setzen. Es kann jetzt nur sein, dass es ein bisschen instabil wird, wenn ich hier weiter nach außen baue. Obwohl, das ist hier grün. Achso, weil hier der Kernholzbalken wahrscheinlich draufsteht. Abdecken. Jo, geht doch. Doch, das kann man dann bieten. Ich lasse das so. Ich bin zufrieden. Wahrscheinlich nach der Aufnahme komplett nochmal angesetzt. Komplett anders gebaut, weil unzufrieden. Kann passieren. Wäre nicht das erste Mal, dass ich das Haus abgerissen habe und neu gebaut. Warum ärgerst du mich hier? Jetzt. Scheiße, wie komme ich da jetzt hin? So, was haben wir da? Achso, da müssen wir jetzt schmaler gehen. Damit es nicht wieder durchlugt. So, haben wir hier schon mal den Übergang. Vielleicht machen wir in den Seiten dann noch irgendwelche Gänge oder so. Mal gucken. Wann? Ah, da war es eben. So, und eins da drüben noch. Komme ich nicht rein. Das ist jetzt ein trübes Wetter, das macht es jetzt auch gerade nicht besser. Ist das richtig? Den falsch rumgesetzt? Ist da der Balken? Ne, das ist in der Erde, passt. So. Hier haben wir auch zu, oder? Auf der anderen Seite. Jo, auf der anderen Seite ist zu. Perfekt. Gut. Dann bauen wir das Ganze mal noch ein bisschen weiter aus mit den Kernholzbalken. Dann haben wir auch ein bisschen Gewicht. So, wie groß wären wir denn? Fenster und so kommen auf jeden Fall noch rein. Ich baue das jetzt nur gerade erstmal zu, damit ich sehe, wie breit wir hier werden. Von der Höhe langt das, oder? Aber vielleicht sollten wir jetzt hinten noch breiter werden, oder? Ich überlege jetzt gerade, ob wir das wirklich so durchziehen oder ob wir nicht jetzt noch in die Breite gehen. Sollen wir breiter werden vom Haus jetzt am Ende? Nee. Jetzt genug hätten wir. Wenn wir das jetzt hier durchziehen bis hier vorne, haben wir genügend Platz. Da können wir am Ende links und rechts Portale setzen. Und die Werkstatt kriegen wir auch noch eingebaut. Gut, dann machen wir jetzt erstmal hier zu.
beziehungsweise ziehen jetzt hier ein Dach drüber, damit das hier nicht alles vermockert, wenn ich hier am Baum bin. Damit wir unter trockenem Fuße bauen können. Nee. Ach. So. So. Oh, wir sind schon bei einer halben Stunde. Wir haben schon eine halbe Stunde gebaut? Habe ich rumgedrödelt? Wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen von dem Gebälk da einbauen, damit es von außen ein bisschen besser aussieht. Dass praktisch die, was ist jetzt los? Out of Holz oder was? Nee. Ah, der Hauptbauhammer ist kaputt. Sagt doch keiner was. Dass wir praktisch von außen diese Rippen da wieder hinkriegen, also dass wir die ganze Zeit schon am Einbauen sind. Wow. So, jetzt haben wir hier schon mal die Einflughalle gebaut. Jetzt kann das von mir aus ein bisschen weiter regnen, wenn es mag. Haben wir die noch dran, dann machen wir die Folge zu Ende, machen wir in den nächsten Folgen weiter. So, und dann machen wir so eine kleine Aussicht. Oh, out of Holz. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich will noch hier das Dach fertig decken mit euch. So. Ja, das wird. Das machen wir jetzt noch ein bisschen länger und dann machen wir noch ein bisschen. Das sieht schon gut aus. Also wenn man jetzt noch überlegt, dass hier nochmal das Gestänge drankommt, noch ein bisschen Drachenköpfe und so ein Dön auch rum diese Dreiecke hier, diese gekreuzten Sachen. Das wird schon gut aussehen. Das machen wir ein bisschen offener, denke ich mir mal. Ne, dass wir den hinteren Bereich für die Werkstatt. Hier links und rechts die Werkbänke. In der Mitte ein Lager nach oben. Und dann hier außen hin machen wir dann die Portale links und rechts. Und die darf man hier ruhig von außen sehen. Die sollen hier nur nicht vermockern, wenn es hier regnet. Ich denke, das passt schon ganz gut. Cool. Guti. Dann würde ich sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis demnächst. Tschüss.